Ich mache, ich filmiere das für meine Kinder, damit dass sie natürlich sehen. Damit sie sehen, dass ja, sie nicht gehen. Ja, damit sie. Ja. Wollen Sie, dass ich ja aufstehe? Wir können das wegnehmen, alles, was da steht. Ja, jetzt geben ist. Wir das weg. Was willst du damit machen? Aufstehen, damit sie sehen, dass ich nicht gehen kann. Aber gut. Ja, Sie können aufstehen, wenn Sie wollen. Jetzt stehe ich im Moment auf für Ihre Kinder, dann setze ich mich wieder. Ja, jetzt ist gut. Sehen Sie uns jetzt beide? Ja, ich sehe Sie beide. Gut. Ich freue mich, hier zu sein. Schön. Und wann soll ich aufhören? Jetzt ist das rot. Das sieht man. Ja, das funktioniert. Das heißt, aber wo sind deine Finger, Hände, Papa? Den Finger loslassen. Den Finger rauf. Finger ja, loslassen. Ja. Papa, du machst ein schreckliches Gesicht. Nein, sag ich nicht. Ja, wir sind jetzt alle drei ganz drauf. Ganz weg. Ja, wir sind alle drei drauf. Auf und lang Glück. Ja. Kennen Sie schon alle vier? Sizilien waren. Ob Sie in Sizilien waren? Wir waren in Sizilien. Ja, beide. Wir waren, ja. Sie auch waren da. Ja, ja, hm? Das war bevor wir die Julia gehabt haben. Ja. Ja. Hm? Ein schönes Land. Und Sicherheit ist schön. Muss schön sein, das Land da. Wie lange waren Sie in Sizilien? Nicht mehr als drei Wochen vielleicht. Nicht einmal ganz so lange. Nicht ganz drei Wochen. Aber Palermo und Taormina und Syrakus, alles haben wir gesehen. Enna. Sehr schön. Sehr schön. Italienisch kannten Sie schon, bevor dass Sie nach Italien ja, gingen, ne? Ich habe Italienisch Stunden gehabt. In Wien schon? Schon in Wien, ja. Ja. Eine sehr nette alte Dame hat uns Italienisch, hat mich Italienisch unterrichtet. Die Ausbildung früher muss sehr gut gewesen sein in Wien, war Wien? Nicht? Die Ausbildung in Wien muss sehr gut gewesen sein. Im Ganzen war sie ganz gut, ja. Viel besser als jetzt, mit Sicherheit. Das weiß ich nicht, aber man, für Kunstgeschichte musste man Italienisch können. Natürlich. Das war klar. Mein Lehrer hatte, für ihn war das selbstverständlich, dass man Vasari lesen kann. An der Universität. An der Universität, ja. Er war selbst halb Italiener, mein Lehrer. Julius von Schlosser. Ja. Ja, war halb Italiener? War halb Italiener. Ja, das wusste ich nicht. Hm? Wie? Ich wusste nicht, dass er halb Italiener ja, war. Er war halb Italiener. Er hat nicht so ausgeschaut, aber er war. Seine Mutter war Italienerin. Interessant. Und Wölflin haben Sie einmal gesehen, ne? Ich glaube, oder mehr als einmal. Wie? Wölflin. Wölflin habe ich mindestens zweimal gesehen, ja. Weil ich bin zu seinen Vorlesungen in Berlin gegangen. Ja. Aber ich habe sie mich gelangweilt. Da ist die Julia. Mit Sicherheit, sie kommt jetzt. Ja. Hallo. Hallo Julia, where have you been? How was it? Come and tell us. Sit down. I just come back. You've just come back. How was it? It was nice, but it was rain as well. Yes, of course. Where did you go? Folkestone. Folkestone? Yeah. Long way. 2.5 hours. Good gracious.
and in the rain. Well, we went back to the hotel again after. And we stood there did till you the get bus. Come in, come in. Come please, Julia, come. Hello. You can go and sit there with, yes, here also, yes. Hmm? How are you, Julia? Fine, thank you. You? Thank you, very good. That's good. Are you very tired? Yes. I walked to make it quicker, because my car is in the garage. You walked from Fox? Yeah, I ran. What shall I go and prepare now? I see some scrambled. Scrambled egg? Don't worry about omelette or anything, just... Yeah, some cold... And bread and butter and a piece of ham. Right. Okay, fine. I'm going. Haben Sie auch die rohen Pfirsiche, haben Sie auch probiert? Die Pfirsiche, ob Sie roh probiert haben, frisch, ja, nicht, ja. Nicht nur gekocht, auch roh. Auch roh. Ja, wie haben Sie geschmeckt? Sie sind noch nicht ganz reif. Das stimmt. Es kommt noch. Ja, in ein paar Tagen, ich glaube. Action. So, jetzt haben Sie schon genug. Mhm. Da ist eine Reklame für ein etwas über Teppiche. Ja. Tapete, ja. Mhm. Wir können es mitnehmen. Giornale dei tappeti, la visita guidata del barocco. Interessante. Ja. Hm. Dankeschön. Um wie viel Uhr geht Ihr Flugzeug? Um zwei, ne? Ja, so Viertel nach zwei ist das, aber muss ich mindestens also zweieinhalb Stunden aus dem Hotel raus. Ja. Aus dem Hotel raus. Würde ich mit dem Taxi wahrscheinlich bis. Mit Sicherheit bis Victoria fahren und dann gibt es einen Zug. Ein Zug. Ah, Sie fahren über Gatwick? Mm, ja, über Gatwick ist das diesmal. Ja. Mm. Das letzte Mal, ich glaube, war das Heathrow. Wohin? Nach Hause oder nach wo? Nach Madrid. Nach Madrid, ja. Aber Sie hatten die Absicht, eventuell noch nach Paris zu fahren. Ah, nicht jetzt. Das muss später sein. Später? Ja. Jetzt zurück nach Madrid. Ja, wir müssen erst, Herr Professor, Lady Ilse, wir wollten eigentlich einen Urlaub machen. Seit langem haben wir das nicht gemacht, wegen der Geburt Gulbins. Und wir wollen jetzt nach Santander fahren. Santander ist ein Ort am Nord. Am Norden ist das, ja. Muss sehr schön sein. Ja, an kantabrische Küste. Muss sehr schön sein, früher, weil das war das Ferien, Sommer, das Sommerferienhaus der Könige von Spanien war da. Aha. Ja, Alfons der 13. Er, und da ist das Meer. Ist ein Meer da, ja. Aber ist sauber, ist nicht wie Mittelmeer, da gibt es viele Leute und so. Ist etwas eleganter, ich glaube, und sauberer. Und um wie viel Uhr morgen Abend hoffen Sie, zu Hause zu sein? Ja, das kommt darauf an, ob Pfirsiche gibt in dem Dorf, wo ich war. Ich werde aus dem Flughafen schon anrufen, den Mann und fragen, ob reife Pfirsiche in Bäumen gibt. Wenn die Antwort positiv ist, dann werde ich hinfahren, über das Dorf fahren. Das ist ein kleiner Umweg, ist das. Ja. Ungefähr 60 Kilometer länger, das macht nichts, lohnt es sich. Dann nehme ich Pfirsiche nach Hause, damit ich sie male oder einfach, was war das? Keine Ahnung.
Dann würde ich Pfirsiche nach Hause nehmen, damit dass die Kinder das und riechen. Dann wollen Sie sie malen. Vielleicht, ich hoffe, dass. Aber nicht in Santander. Nein, nein, in Santander müssen wir einfach so herumlaufen. Wie lange können Sie bleiben? In Santander, bis Ende des Monates. Aber die Kinder haben ja Schule. Macht nichts, weil die fangen jetzt gerade haben angefangen, ist nicht ja, so schlimm. Macht nichts. Ja, wir haben überlegt, sonst meine Frau kriegt keinen Urlaub. Ja. Können die Kinder schwimmen? Nicht so, ne, nicht. Die sind noch zu klein. Sind zu klein, aber die Nabi konnte eigentlich, vom Alter her konnte man ihr beibringen, aber wir haben nicht viel Interesse eigentlich gehabt. Und im Dorf gibt es nicht viel, es gibt nicht viel Möglichkeit. Hm. Ich glaube, wir haben genug. Ja. Ja gut, begrüßen Sie an Ofa, Nabi und Gulbin und Ganglik. So, jetzt schon mehr ja. Gut, vielen Dank. Gut.